Zum 380. Mal wird Beate Zschäpe von der Polizeieskorte zum Münchner Amtsgericht gefahren. Der Prozesstag begann allerdings anders als gewohnt. Schon zu Beginn kam es zu einer Unterbrechung durch Linksaktivisten. Zunächst hat der Senat noch einmal Beweise erhoben. Man ist noch einmal in die Beweisaufnahme eingetreten und hat Dokumente in Augenschein genommen. Das Gericht hat allerdings zwischenzeitlich die Beweisaufnahme wieder geschlossen, hat der Bundesanwaltschaft das Wort erteilt. Allerdings konnte dann die Bundesanwaltschaft mit ihrem Plädoyer nicht beginnen, weil im Zuschauerraum störende Rufe zu hören waren. Es wurden dann auch Gegenstände in den Zuschauerraum geworfen. Wir klagen an. Bundesanwaltschaft, Herbert Diemer, Annette Greger, Jochen Weingarten. Das riefen die Demonstranten mehrmals hintereinander. Gefolgt von Konfettiregen. Die Aktivisten wurden aus dem Saal verwiesen. Danach konnte die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer fortsetzen. Die Verteidiger der Opferfamilien ziehen ein erstes Fazit. Die Bundesanwaltschaft macht das sehr gründlich, muss sie auch, weil natürlich die Anklage Frau Zschäpe betreffend auch die Schwierigkeit hat, die Täterschaft zu beweisen, obwohl sie nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht selbst geschossen hat. Die Bundesanwaltschaft ist sehr, sehr stark da, wo es um die Angeklagten geht. Ich glaube, dass sie da sehr, sehr plausibel die Anklage bestätigt. Sie wird sehr einsilbig, wenn es um die staatliche Rolle geht. Also die Rolle von Verfassungsschutzbehörden, die Rolle von Polizeibehörden, die nicht ein türkisches Opfer Opfer sein ließen. Das Phänomen des institutionellen Rassismus, all diese Themen werden einfach ausgeblendet. Wir meinen als Nebenkläger, dass solche Themen in dieses Verfahren gehören und auch in dieses Plädoyer gehört hätten. Und es ist schade, dass die Bundesanwaltschaft da ihre Aufgabe nicht wahrnimmt. Die Bundesanwaltschaft soll sich zu schnell nur auf die drei Angeklagten fokussiert haben, so die Nebenkläger. Heute galt das Augenmerk dem mutmaßlichen Helfer André E. Er gilt laut Bundesanwaltschaft als legaler Arm des NSU. Die meisten Unterstützer des Netzwerks wurden aber außer Acht gelassen. Die folgen eben in ihrem Schlussvortrag der Logik zu sagen, wir arbeiten hier die Anklage ab und alles andere wollen wir nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist natürlich unbefriedigend, weil wir in der Tat ja eine Menge gehört haben über Duldung durch den Verfassungsschutz, Finanzierung durch den Verfassungsschutz, V-Leute. Da hätte man natürlich ein bisschen ausführlicher darauf eingehen müssen. Die Bundesanwaltschaft macht das nicht, aber die Nebenkläger plädieren ja auch noch. Auf dem Plan der Nebenkläger stehen die Rolle der Verfassungsschutzbehörden, institutioneller Rassismus sowie die Größe des NSU. Die Plädoyerverlesung soll nach ersten Schätzungen knapp 55 Stunden dauern. Das letzte Wort wird dann den fünf Angeklagten zustehen.